Ja, hallo und herzlich willkommen zurück, meine werten Freunde, bei einer neuen Runde Bloodborne. Wir hören das Baby im Hintergrund noch immer jaulen, zumindest ganz leicht, habe ich es eben gehört. Und wir befinden uns wieder hier oben an der Spitze des Gebäudes. Und ja, jetzt geht es wieder nach unten für uns. Ich denke, wir machen uns wieder schnell hier auf den Weg nach unten, damit wir schnell zu dem Gebiet kommen. Oh, wo wir eigentlich hin wollten. Das ist ja ein ganz anderes, ne? Das ist ja das Gebiet mit den schönen vielen Totenkisten, mit den Leichenkrabblern da. Da wollen wir hin, denn da haben wir noch einiges zu erledigen. So, ich glaube, da ist uns... Rennt der uns jetzt bis hierher? Hinterher? Ne, der bleibt wieder da stehen. Okay, sehr schön. Gut, dann bin ich mal gespannt, was uns da noch so alles erwarten wird bei diesem Gebiet mit diesen vielen Leichenkrabblern hier. Leichenkistenkrabbler. Wow. Zack. So, jetzt musste ich erstmal ein bisschen wieder reinkommen hier in das Spiel. Mit RB war ja schlagen, weil jetzt habe ich zweimal hier RL gedrückt. Ist das RL? Nennt man es RT? Ne, das nennt man RT. Right Top sozusagen und Right Button. Gut, jetzt habe ich es wieder drin. Hoffe ich doch mal. So, und hier müssen wir noch die Klingglöckchen Klingelingelingen irgendwie zu Gesicht bekommen. Oh, hier sind ja unsere Blutechos. Wow, 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 wow. 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 Eieiei. Jetzt fuchtelt das Viech wieder rum. Zack. Jawoll. Down gemacht. Sehr schön. So muss das sein. Oh je, oh je. Da schießen sie auf uns. Den müssen wir entgehen. Denn die können auch ganz schön Aua machen. Okay. Wären wir hier oben schon mal ein bisschen weiter vorangekommen. Den da müssen wir noch erledigen hier. Der schießt immer. Oh. Dachte ich schon. Jawoll. Den haben wir K.O. gehauen. Wow. Ja, diese Dinge da sind auch immer sehr gefährlich. Aua. Wie ihr seht. Wow. Nein. Nein, Leute. Ich war gerade so gut dabei hier. Ich dachte, wir kommen mal weiter. Aber nein, natürlich muss ich frühzeitig draufgehen bei meinem ersten Run hier. Nach einer Woche ungefähr, wo ich das Spiel wieder spiele. War ja klar, dass ich da sofort drauf gehe und keine Chance mehr habe. Was ich übrigens auch das nächste Mal machen möchte, sobald wir wieder in unserem Heim sind, also da, wo auch die Puppe ist und unsere Blutechos kanalisiert, ist ein wenig Punkte auf Arkan zu investieren, weil ich mitbekommen habe, dass wir zum Beispiel... Boah, meine Güte! Was ist denn das? Was ist denn das? Meine Güte! Ist er wieder nicht richtig gerannt? Hat er wieder nur Rollen gemacht? Dann bin ich... Ach, dagegen gerannt. Und ach, jetzt rennt er schon wieder nicht mehr. Jetzt rennt mir der hinterher. Das ist doch lächerlich hier. Wie viele rennen mir denn hier noch hinterher? Ja klar, der Hund auch. Klar! Wow! Wie viele denn noch? Heimatland, du. Heute habe ich aber auch ein Pech. Heute habe ich aber auch ein Pech. Ja, ich möchte nämlich... haben wir das hier zufällig? Wo habe ich denn das? Ja, hier sowas. Leere Trugbildhülle. Nicht ausrüstbar, Attributanforderungen nicht erfüllt. Da brauchen wir nämlich 15 Arkan für. Und mit dieser können wir zum Beispiel unserer Waffe Arkane Kraft verleihen. Ja, das ist sowas ähnliches im Prinzip wie Feuerwaffe oder Blitzwaffe. Nur, dass es eben Arkan ist. Und ja, da können wir bei einigen Viechern doch schon ein bisschen mehr Schaden verursachen. Und ein bisschen mehr Schaden verursachen ist immer ganz gut, denke ich mal. Ich denke mal sowieso, dass die Skillung hier bei Bloodborne so angedacht ist, dass man früher oder später sowieso ein bisschen gleich geskillt hat, seine Fähigkeiten. Weil man natürlich... Aua! Weil man natürlich, ja, irgendwann das gleich hat. Wow!
Nein, mit einem Schlag. Ich glaub's ja nicht. Alter! Wie oft denn noch jetzt? Jetzt raste ich langsam aus hier. Arkanschleier. Oh, das gibt's doch nicht, Leute. Ein Schlag. Manchmal sind die Viecher so schwach, weißt du? Da denkst du, ach, die können ja gar nicht viel. Und dann treffen sie dich mit einem Schlag und machen dich K.O. Das ist doch zum Kotzen. Das ist doch einfach zum Kotzen. Bloodborne, das Spiel, was einen in den Wahnsinn treibt. Also wenn ich Bloodborne mal durchgespielt haben sollte, dann mache ich mir auch 3 Kreuzchen an den Kalender, dass ich das geschafft habe, ey. Das ist gar nicht mal so leicht. Das ist schon wirklich ein Spiel für Fortgeschrittene. Beziehungsweise für Leute, die auf jeden Fall Nerv mitbringen. Komm, bleib da. Bleib am besten da zu Hause. Ach, der muss uns natürlich bis hierher auch noch folgen. Und trifft uns natürlich mit seiner scheiß Mistgabel. Rast dich aus. Gibt's doch nicht. Gibt's doch nicht. Meine Güte, Leute. Ich glaube, ich bin heute wieder leicht reizbar. Wenn es schon wieder so losgeht hier. Wir kommen wieder zu nix. Oh, Gegenstand aufnehmen. Was hat denn der verloren? Hoffentlich Bestienjäger Dunstblutedelstein 4. Und ich glaube, 4 ist die höchste Stufe von den Dingern, die man haben kann. Meine ich gesehen zu haben. Da sind meine Blutechos. Ich nehme mal jetzt schon eine Blutfiole hier. Man weiß ja nie, was passiert. So, jetzt soll das Viech da runterkommen. So, jetzt kommt's hierher. Mann! Das gibt's doch nicht! Das gibt's doch nicht! Wie schnell sind denn auch diese Viecher? Boah! Nein! Nein! Wieder ein Schlag! Ich glaub's nicht! Och, was ist denn das heute hier? 3-mal gestorben schon innerhalb der ersten. Wie lang zock ich denn? Noch nicht mal 5 Minuten ungefähr. Und schon 3-mal gestorben wieder. Was ist denn das heute? Meine Güte. Kann der nicht resistenter werden? Also unsere Abwehr ist ja mal voll für den Arsch, oder? Was machen denn die für Schaden? Ist das physischer Schaden oder was? Das muss ja normaler physischer Schaden sein. Die schlagen ja bloß. Mehr machen die auch nicht. Boah. Also das Spiel bringt einen echt in den Wahnsinn. Ich weiß nicht. Also manchmal läuft es hier gut, manchmal läuft sie total scheiße. Ich glaube, heute ist das wieder eine Runde, die einfach nur total scheiße läuft. Wo wir nicht weit kommen werden, nehme ich an. Boah. Ja, da werden wir niemals das Gebiet schaffen. Da sind ja nur solche Todeskisten unterwegs, die sich über den Boden schleifen. So, na toll, die hier kriegen wir immer, weil wir uns von hinten anschleichen können. Einmal stark getroffen, dann sind sie natürlich auch down. Die halten natürlich auch nicht so viel aus. Schon wieder so ein Dunststein da. Ach, da sind wieder unsere Blutechos. Aber wenn wir da so viele zu besiegen haben, na, das wird schwer. Und die scheiß Glockenspielerin müssen wir finden. Wow. Jawoll. Also, geht doch. Den haben wir komischerweise mit einem Schlag down gemacht. Ich habe sonst gar nichts weiter gemacht hier. Schieß, schieß. So, sehr schön. Zu früh. Wow! Jawoll! So! Wow! Ich glaube, ich spinne. Renne doch! Wow! Aua!
Boah. Alter Schwede. Leiche durch so ein Zwillingsblut. Und dann geben sie nur Zwillingsblutsteinscherben, ja? Nur. Das ist doch auch lächerlich, oder? So, hier oben war ja das Bad, was wir genommen hatten. Ich glaube, wo ging es denn hier lang? Ach, da ist die Glockenspielerin. Ja, nice. Da ist die Glockenspielerin. Da kommen, die machen wir gleich down. So, hau mir ab, du. Ja, so geht's ja nicht hier. So, hier geht's einfach runter auf die Straße. Okay, sehr riskant, sehr riskant. Möchte ich jetzt mal noch gar nicht unbedingt riskieren hier. Wo geht's denn jetzt hier lang? Ich glaube, hier sind wir ja auch nach unten gekommen, ne? Da unten war doch auch so eine Bestie. So eine wie hier, so eine mit dem Bein aus dem Arsch, ja. Müsste, glaube ich, hier unten auch gewesen sein. So, ich glaube, die hier spawnen ja sowieso immer wieder, oder? Wow. Hoffentlich sieht uns das Viech nicht. Das muss natürlich hier langkommen. Muss natürlich. Natürlich muss das. Och, Leute. Nein! Nein! Ich sehe nichts. Wow, ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Aua! Aua, aua! Aua, aua! Das tut weh. Nein, das Viech ist schon wieder hinter uns. Nein! Boah. Boah. Ich gehe mal hier raus, fix. Das ist ja hart. Bleibt es da drin? Ha! Na komm schon. Ja. Wow. Wow, nein, es kommt raus. Es kommt raus. Scheiße. Scheiße. Wow. Gott sei Dank haben wir das besiegt. Das war knapp. Zwillingsblutstein, Scherbe. Puh, war das knapp. Puh, war das knapp. Okay, und hier geht's raus auf die Straße, glaub, ne? Hier waren wir schon mal spelunkern. So, hier gibt's ja zum Beispiel mehrere solcher Kisten. Wow. Kommt da jetzt eine her? Wow. Komm, wir könnten vielleicht mal eine hierher locken, oder? Wow. Oder mehrere. Wow. 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 Jawohl. So. Wieder ein so viel weniger. Okay. Wieso steht denn der schon wieder da oben? Hä? Die Glockenspielerin hatten wir doch gekillt, ne? Ach, das wird so ein roter sein, ne? Der immer wieder kommt, glaube ich. Die so rot leuchten. Ja, ja, das ist so einer, der aus irgendwie aus Blut selbst wieder sich auferstehen lassen kann. So, da braucht es keine Glockenspielerin zu. So. Wow. Zack.
Ja, könnt euch abschminken. So, lass es gut sein. Zack. Jawohl. Zwei sind down von der Sorte. Meine Güte. 24.000 Blutechos schon wieder. Haben wir hier noch irgendwas rumliegen, was wichtig ist, was wir vielleicht brauchen könnten? Ach, da hinten liegt noch was. Guckt mal einer an. Arkansee. Okay. Oh je. Oh je, wenn das mal kein Bossgebiet ist, Leute. Ich hoffe innig, dass das kein Bossgebiet ist. Warum ich das hoffe? Nun ja. Wissen des Verrückten, weil ich sonst sehr, sehr viele, für mich sehr viele, wichtige Blutechos verliere. 24.000 ist ja nicht mal eben wenig, ne? Also für mich nicht. Ich finde, das sind schon relativ viele Blutechos. Und vor allem diese ganzen Geräusche hier und das. Das macht einen noch verrückt. Wissen des Verrückten haben wir wieder zweimal. Da hätten wir, könnten wir schon 42 Einsicht haben, wenn wir die denn einlösen. Boah, Leute, jetzt gehe ich da runter. Ich nehme zwar an, dass es ein Bossgebiet ist, aber gut, 24.000 Blutechos sind es auch nicht die Welt. Und ich nehme an, das wird was werden, wo wir wahrscheinlich wieder... Das muss ein Bossgebiet sein. Guckt euch das mal an, wie riesig das ist und so ein Tor. Aber, na gut. Lassen wir es auf uns zukommen. Eieiei. Lassen wir es auf uns zukommen. Oh ja, tatsächlich. Wenn schon eine Cutscene kommt, ne? Oh Gott. Die Alten wieder. Ja, wie viele? Was geht? Oh Gott. Also ich nehme an, die Alten müssten wir zuerst erledigen, oder? Nicht, dass wir hier Probleme kriegen und die immer wieder irgendwelche Viecher holen. Oh Gott. Was ist das denn? Ein schwarzer Pac-Man. Oh Gott, das Universum. Und da suppt schon irgendwas raus. Das erinnert mich jetzt irgendwie an die Viecher von Hellboy. Ach du Scheiße. Ach du Heimatland. Was ist das denn? Und ach du Heiliger, an Ekligkeit gibt's ja wohl. Also wenn man denkt, es wird nicht mehr ekliger an Bloodborne, ne? Dann wird man eines Besseren belehrt. Was ist das denn für ein Klumpensack? Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Wie geil und wie scheiße. Wow, ja freilich. Boah, wo kann ich mich hier verpissen? Was? Boah, geht's hier hoch? Boah. Wow. Jawohl, wir haben die Alte runtergejagt, oder was? So, ich glaube, die Alten sollten wir schnell erledigen. Boah, jetzt wäre ich fast selber noch runtergefallen. Das wäre nicht so geil. Oh, was liegt denn hier? Quecksilberkugeln. Könnten wir die brauchen? Braucht man die hier? Oh Gott, wo geht's denn hier lang? Falle ich hier runter? Nee.